Hallo, euer Capo hier. Heute ein weiteres Video von Watcher of Realms. Und zwar gehen wir in die Kampagne. Viele haben aktuell Probleme bei Extremen, das Kapitel 7, die 14 zu schaffen. Da gibt es zwei Knackpunkte. Erstens, schließe die Ebene mit nicht mehr als 6 Helden in den Team ab. Das ist so die größte Herausforderung, dass ihr halt den dritten Kristall hier bekommt. Nur so als Tipp, das, was ich hier zeige, ist mit 6 Helden, um den dritten Kristall zu bekommen. Wenn ihr es generell nicht schafft und noch einen Tipp dazu braucht, nehmt mein Team, das was ich habe, das ist eigentlich ein relativ gutes Free-to-Play-Team, und nehmt noch 2 defensive Champs mit. Viele haben Olag oder so. Ja, wie gesagt, Isolde ist ja bei mir. Nehmt noch einen Olag mit rein, nehmt noch 2 defensive Champs am besten mit rein und dann sollte es eigentlich relativ gut funktionieren, dass ihr erstmal das Kapitel schafft und weitergehen könnt. Aber das ist jetzt mein Team mit 6 Leuten, sodass wir halt auf die 3 Sterne kommen. Wie gesagt, es ist ein relatives Free-to-Play-Team, da man viele Helden ja auch ersetzen kann und es trotzdem schaffen kann oder man viele Helden noch bekommt. Isolde gab's, hat man bekommen im letzten Event, was es damals mal gab. Da konnte man sie durch verschiedene Events, hat man verschiedene Splitter bekommen von ihr und man konnte mit 75 Splittern sich sie holen. Vortex, da könnt ihr auch jeden anderen Heiler nehmen, ist völlig egal, wenn ihr einen guten Heiler habt, nehmt den, aber sonst, bei mir ist es Vortex. Lightlock haben auch viele mittlerweile, er macht noch ein bisschen Schaden mit, ist auch gut, könnt ihr aber auch einen anderen Heiler nehmen. Tauriel könnt ihr auch ersetzen gegen einen anderen Schützen, wer Seetram hat, wer, ja, Wörner, irgendjemanden könnt ihr auch ersetzen, aber ein Schütze ist da vielleicht nicht schlecht. Abo, den kann jeder fusionieren, also von daher habt ihr damit keine Probleme. Und mein Kamet, was mein stärkster Damage-Dealer ist, den könnt ihr auch ersetzen gegen jeden anderen AOE-Damage, Zelos oder ja, da gibt es ja auch mehrere. Also da sollte nicht das Problem sein. Das ist mein Team, wie gesagt, es ist relativ Free-to-Play-freundlich und ich würde das mit euch mal durchgehen, wie ich die Aufstellung habe und wie ich das geschafft habe. Schon mal vorneweg, der Knackpunkt ist, es können welche durchlaufen, das ist kein Problem. Maximal 2 können durchlaufen. Kann auch passieren zum Schluss, ist aber nicht schlimm. Ihr haltet trotzdem die 3 Kristalle. Von daher läuft das jetzt vielleicht nicht hundertprozentig, dass jetzt keiner stirbt oder so. Ist aber nicht schlimm. Als erstes hier erstmal einen Damage-Dealer hin und hier euren Vortex, dass er halt den Damage-Dealer heilt. Als zweites macht ihr dann hier euren Verteidiger-Champion, was bei mir die Isolde ist. Sie wird ja auch vom Vortex geheilt. Dann macht ihr, weil die Ranken kommen ja, manchmal gehen die Ranken auch auf Vortex, damit der halt geheilt wird, macht ihr hier gleich den Lightlock noch hin, sodass, wenn es auf Vortex geht, er noch, wie schon gesagt, mit geheilt wird. Dann macht ihr hier die Tauriel, die halt mithilft, hier die wegzumachen, bevor ihr welche durchlaufen. Und zum Schluss macht ihr eigentlich hier vorne euren Kamet hin, damit generell, wenn hier welche kommen, der Kamet halt wirklich extrem Schaden macht und ihr danach keine Probleme mehr habt, die alle wegzubekommen. So, jetzt ist so mal das Wichtigste. Jetzt warten wir, bis der Held kommt oder der Champion hinten, der Endboss. Und dann, wenn die Grünen hier langsam kommen, also wenn die eine Runde durchgelaufen sind, dann machen wir als erstes erstmal alle Ultis, sodass erstmal alle soweit sterben. Wir warten noch, hier kommen noch die Grünen. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt los mit allen Ultis, sodass erstmal genug Schaden kommt, dass die weggehen. Und hier vielleicht auch noch manchmal ein bisschen mit Schaden kommen, dann denen aktuell war es nicht. Manches Mal, wo ich gelaufen bin, war das so gewesen. Aber spätestens jetzt ist die rechte Seite weg und der Kamet kann sich komplett hier auf die linke Seite fokussieren. Von daher könnt ihr die Ultis auch ein bisschen Zeit hier einsetzen, je nachdem, wie viel Schaden ihr austeilt. Jetzt müsst ihr ohne Ultis überstehen. Also die Ultis lasst ihr jetzt alle wieder vollladen indessen. Jetzt ist halt wichtig, dass der Kamet so schnell wie möglich wiederkommt. Die Grünen kommen jetzt. Da warten wir auch noch, bis die alle erstmal eine Runde gelaufen sind. Und dann zünden wir alle Ultis, wenn die hier oben loslaufen. So, warten wir noch einen kleinen Moment. Außer die Vortex-Ulti, die lasst ihr mal noch weg. Jetzt alle anderen Ultis setzen.
So, wenn es jetzt brenzlig wird, dann müsst ihr die Vortex-Ulti setzen. Spätestens wenn die kommen, wird es brenzlig werden. Von daher jetzt die Vortex-Ulti setzen. So, der Kamet macht jetzt hoffentlich genug Schaden. Also, es hat ja schon ein paar Mal geklappt, sodass ihr die jetzt wegbekommt. Und das ist jetzt die letzte Wave, die hier kommt. Das sollte möglich sein. Es sind nur zwei Leute. Und dann ist es eigentlich schon geschafft. Dann müsst ihr nur noch warten, bis der Boss besiegt ist, was jetzt vielleicht eine Weile dauern wird, was aber nicht schlimm ist. Jetzt hat es wirklich geklappt, dass mal keiner gestorben ist. Ich hatte jetzt zeitlang mal, dass die Säule gestorben ist. Aber wie gesagt, das Timing, wenn ihr die Ultis relativ gut timet, sollte es möglich sein, dass hier nichts passiert. Und jetzt ist es eigentlich schon geschafft. Jetzt müssen wir, wie gesagt, nur noch warten, bis der Boss runter ist. Und das war's. Es klingt schwerer, als es nachher eigentlich ist, wenn man halt das vernünftige Gear hat. Das ist natürlich völlig klar. Aber das ist, finde ich, eine Aufstellung, die ich jetzt mehrmals probiert habe. Wie gesagt, ab und zu ist einer gestorben. Manchmal ist auch Tauri gestorben. Dann ist hier vielleicht mal einer durchgelaufen. Aber wie gesagt, zwei können durchlaufen. Und da hatte ich bis jetzt halt keine Probleme, sodass ich es immer wenigstens geschafft habe mit drei Sternen. Und das ist ja das, was wir erreichen wollen, dass wir halt komplett die Kampagne abschließen können. Ja, lasst mich mal gerne in den Kommentaren wissen. Nicht wundern, meine Stimme lässt ein bisschen nach. Was ihr oder ob es ihr geschafft habt durch meinen Guide, das würde mich mal interessieren, ob es euch vielleicht ein bisschen weitergeholfen habt, um vielleicht hier auch den Abschluss hinzukriegen. Und wie gesagt, wenn ihr es so nicht schafft und ihr wollt einfach nur weiterkommen, weil ihr noch nicht so weit seid, setzt hier dahinter einfach noch zwei Verteidiger und dann ist das eigentlich relativ safe und ihr solltet keine Probleme mehr haben. Ja, wie immer, wenn euch meine Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und ansonsten sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Livestream. Euer Capo. Macht's gut. Ciao, ciao. Und jetzt ist der Boss besiegt.